Tirange 1 und Dohl bei Antwerpen 1 und 2 sollen doch 2015 abgeschaltet werden, wie ursprünglich geplant. Genügt uns natürlich nicht, aber ist immerhin ein Erfolg der Bewegung. Und in den Niederlanden, dass die Delta-Gesellschaft, wo RWE ja auch mit drin hängt, jetzt sagt, es ist finanziell nicht sinnvoll, in einen neuen Reaktor in Borssele zu investieren, ist auch ein Erfolg der Bewegung. Am Fukushima-Tag, einen Tag vorher, habe ich gesprochen in Middelburg auf einer Kundgebung, da waren nicht mehr sehr viele Leute, weil die meisten in Niederlanden, wie die dort sagten, jetzt dachten, die Sache ist erledigt. Das ist natürlich nicht der Fall. Solange dieser Uraltreaktor von 73 in Borssele noch läuft, kann man natürlich nicht sagen, die Sache ist erledigt, und da hoffen wir, dass unsere Nachbarn und Nachbarinnen da auch wieder noch ein bisschen mehr wieder in die Pötte kommen für die Abschaltung von Borssele 1. Und Tihange 2 und 3 dürften natürlich auch nicht mehr so ewig laufen, denn egal ob der Reaktor nur älter oder neuer ist, in Tihange rappelt es immer, einmal im Darmverzeuger, einmal Kühlkreislauf, und einmal gibt es einen Knall, dass die Leute vor die Tür rennen und nicht wissen, was passiert ist. Wenn ihr auf www.anti-AKW.ac geht, dann könnt ihr nachlesen, was allein im letzten Jahr Tihange alles passiert ist, wobei das natürlich in Cattenom und keinem AKW viel besser aussieht. Jetzt haben wir ja hier, dass Reaktor noch 11 Jahre laufen sollen, laut diesem letztes Jahr von fast allen Parteien beschlossenen Atomausstieg, und das ist natürlich ziemlich blöd, wenn man jetzt sagt, schaltet Tihange 2 und 3 sofort auch ab, und hier lässt man Reaktoren, die gleich alt sind, noch 11 Jahre weiterlaufen. Dann können die natürlich sagen, wieso, eure Reaktoren lasst ihr auch noch so lang laufen. Und das ist für Belgien mit dem Abschalten schwieriger, weil Belgien ja viel mehr Atomstrom hat als Deutschland. Also es wäre gescheiter gewesen, mit einem viel, viel schnelleren, schnellstmöglichen Atomausstieg da mit gutem Beispiel voranzugehen. Dann könnte man sagen, geht das nicht auch in Belgien. Aber wie es ist, wir werden also weiter zusammenarbeiten. Wir haben an der Demo in Brüssel teilgenommen am Fukushima-Tag, und wir werden wahrscheinlich auch für den September wieder eine Demo in Tihange vorbereiten, wo ihr natürlich dann auch bitte mit mobilisiert, dass das wieder eine richtige Euregio Dreiländer internationale Demo wird. Und international möchte ich euch noch um Folgendes bitten. In Indien gibt es gerade so eine Art Brockdorf, massive Polizeigewalt gegen die Leute, die den Bau eines AKWs, übrigens sowjetischer, russischer Bauart, verhindern wollen. Und die Inder werden da eingeknastet, verdroschen und sonst was. Ihr könnt bei Amnesty International oder auch auf der Aachener Webseite oder hoffe ich auch bald auf der Westcaster Webseite, könnt ihr Appelle finden, die ihr schickt an die indische Regierung gegen diese Repression, gegen die dortigen AKW-Gegner, denn das, finde ich, gehört auch zur internationalen Solidarität, und von der Repression können wir ja auch ein Lied singen. Also bitte unterstützt das, und am Tschernobyl-Tag, das heißt an dem Samstag danach, also wer, als 28. also wer dann nicht bis Gorleben fahren will, kann nach Aachen kommen und mitmachen. Wir werden eine Aktion nochmal machen gegen diese Hermes-Bürgschaft, eben deutsche Steuergelder für den brasilianischen AKW-Bau bürgen sollen. Aktionen in der Innenstadt. Steht dann auch auf dieser Webseite. So, ich singe jetzt noch was, wenn ihr wollt.